Ihr kommt noch ein bisschen näher hin, oder? Hä? Sag mal. So, ja Leute, wo befinden wir uns? Wir befinden uns auf dem Nürburgring. Nordschleife steht nämlich an und zwar ein ganz spezieller Trackday. Und zwar hier, gemeinsam mit Mantai. Sind wir hier die nächsten Tage unterwegs. Das ist das Spielzeug, was wir mitgebracht haben für den Trackday, den schönen GT2 RS MR. Und warum befindet sich jetzt das Auto genau hier? Ganz einfach, Mantai hat gesagt, hey, komm, bring doch dein Auto bei uns vorbei. Wir schauen uns das Ganze mal an, denn wir werden noch eine schöne Abstimmung für dich machen. Bedeutet, das Fahrzeug wird speziell für die Nordschleife eingestellt, damit wir da morgen so richtig brettern können. Und weil das natürlich ein paar Stunden dauern wird, werden wir jetzt dann gleich von jemandem begrüßt, einer der Geschäftsführer, der uns hier mal ein bisschen rumführen wird. Ich bin ja mal extrem gespannt, ob wir hier den 992 GT3 RS sehen dürfen. Wir sind in der ersten Halle angekommen und ich führe euch jetzt ein bisschen rum. Nee, so sieht es eben genau gar nicht aus, weil ich habe nämlich gar keinen Plan, wo ich bin. Ich weiß nur, wir sind in der ersten Halle angekommen. Da wird nämlich schon das Barbecue für heute Abend aufgebaut, Peppe. Da müssen wir gleich mal schauen, dass Sie hier auch hier alles im Griff haben, oder? Absolut. Aber wir gehen jetzt mal hinter, weil der Geschäftsführer von Mantai, der wartet nämlich jetzt schon auf uns. Und der wird uns nämlich jetzt heute so ein bisschen mal rumführen. Für mich ist es ja das erste Mal, dass ich bei Mantai bin. Ich bin extrem gespannt, extrem interessant, mal wirklich so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Da ist er auch schon. Servus. Hi. Michi, freut mich. Niki Reda, hi. Du wirst uns heute ein bisschen rumführen, habe ich genau so mitbekommen. Vielleicht einmal ganz kurz so, damit die Leute wissen, was du genau machst. Ich habe gerade schon gesagt, bist Geschäftsführer bei Mantai. Wie lange bist du hier schon? So einfach, dass wir mal ein bisschen was wissen. Also ich bin zusammen mit meinem Bruder Martin seit 2013 Geschäftsführer hier bei Mantai Racing. Ich hatte mit meinem Bruder zusammen auch ein Rennteam, ähnlich wie Mantai, Reda Motorsport. Und wir sind dann 2013 fusioniert und Porsche ist dann eingestiegen mit 51%, hat 51% vom Olaf gekauft. Und seitdem machen wir das. Also Olaf ist noch im Hintergrund als Berater, ja, aber im Tagesgeschäft nicht mehr. Und seitdem machen wir das hier. Man muss ja auch wirklich sagen, ihr seid ja in den letzten Jahren extrem gewachsen, oder? Ja, ist viel passiert. Wir hatten viele, viele gute Chancen und haben die, glaube ich, auch ganz gut nutzen können. Das war schon gut. Deswegen wurde es auch endlich mal Zeit, dass auch wirklich mein GT2S mit einem schönen Mantai Racing Kit in die Sammlung kommt. Und ich sehe auch schon hier natürlich dann komplett das ganze Rennsport. GT3 Cup Auto ist halt einfach Legende. Genau. Vielleicht einmal zu der Halle. Die Halle ist schon was Besonderes, weil hier hat der Olaf 2000 praktisch angefangen. Da hatten drei Autos und waren mit 5 Mann oder so und waren hier in der Halle. Und sagt der Olaf, da hat er wirklich auch ein bisschen Panik gehabt, ob man jeweils diese Halle hier bespielt kriegt. Das hat aber funktioniert. Ja. Und jetzt haben wir hier die Racing Experience in der Halle. Also nicht nur hier, wir haben noch in Kehlberg auch noch Hallen, wo dann die Straßenautos stehen. Hier stehen sonst um die 50 Rennautos, GT3 Cup, GT4 RS, GT2 und sogar ein RSR haben wir, den man bei der Racing Experience praktisch mieten kann. Ach, tatsächlich? Das ist Peppe, hast du das gehört? Wieder. Ein RSR, das ist ja wirklich, also das muss ich sagen, das steht noch auf meiner Bucketlist, einmal RSR fahren. Ja, das ist eine wichtige Aufgabe. Also mir würde es sogar schon reichen, erstmal nur mitzufahren, weil dieses Klangerlebnis, was du in dem Auto hast, das ist halt schon... Mitfahren geht da leider nicht, weil da geht kein Sitz rein. Ich weiß schon, wegen einem Sitz. Da muss man selber ran. Aber das ist halt in der Racing Experience möglich, ne? Von Rennfahrschule, aber auch Sportfahrschule mit den Straßenautos bis zu wirklich Rennfahrschule, bis zu Renneinsätzen, um so rangeführt zu werden im Sports Cup. Mit dem wunderschönen GT3 Cup, wie wir ihn hier sehen. Also ich bin ja einmal schon den R damals gefahren, 991 war das ja. Und das war für mich schon von der Erfahrung her, wenn du das jetzt mit anderen Rennfahrzeugen vergleichst, du merkst halt einfach nochmal, ja, die Agilität ist halt einfach nochmal ganz anders. Ja, und seit dem 991 haben wir ja noch zwei Generationen danach jetzt. Der R ist ja auch das Top-Produkt jetzt gerade bei Porsche Motorsport, mal abgesehen von den Werksautos 963 oder Formel E. Ja. Das ist schon was Besonderes. Mega, ja, Wahnsinn. Ich bin extrem gespannt, auch morgen dann mit dem Trackday, wie das Ganze wird. Aber ich würde sagen, können gerne von meiner Seite aus so ein bisschen weiterschauen, oder?
Ja, wir können, wenn wir hier sind, haben wir hier einmal das, da muss ich natürlich immer noch was zu sagen. Gerade wenn ich jetzt, ich habe gehört, du hast auch einen GT2, den du jetzt umgebaut hast. Oder, und morgen, glaube ich, fährst du das erste Mal, wenn ich das richtig Genau. hingekriegt habe. Und der GT2 RS ist also unser Auto eigentlich, wo man sagt, man hat ja immer so Fahrzeuge, die so ein bisschen Game Changer auch in der Firmengeschichte sind. Und das ist halt das originale Rekordfahrzeug, kann man immer daran erkennen, an dem Arbeitstitel hier oben, The Empire Strikes Back. Ah, ja. Das war ja damals die Thematik, dass der AMG praktisch ja die Rundenzeit gefahren Genau, da ist geht die Black Series. für Straßenautos, und dann ist ja das Reglement geändert worden, dass man gesagt hat, okay, Manta ist ja ein Tuning-Auto, und dann hat man halt gesagt, okay, dann müssen wir halt gucken, dass wir mit unserem Kit auch in die Serienwagenklasse kommen. Und das war eine anspruchsvolle Aufgabe, aber eine Riesenchance, so dass wir jetzt für alle GT-Autos praktisch auch Manta-Kits haben, Ja. wo wir nochmal was oben draufsetzen oder das für die Rennstrecke optimieren dürfen. Ja, das habe ich ja auch mitbekommen. Also es gibt ja mittlerweile auch wirklich einige Porsche-Händler verteilt, die ja eben die ganzen Mantai-Umbauten ja auch anbieten. Ne? Das heißt, die werden dann komplett geschult, speziell auf die ganzen Mantai-Kits, richtig? Genau, richtig. Wir haben, das sehen wir vielleicht auch gleich noch, Produkte, um die Autos einzusetzen, vor allen Dingen an vorhandenem Messradsystem. Und dieses Messradsystem, wenn ein Porsche-Händler dieses Messradsystem kauft, eine Schulung bei uns macht, dann kann er weltweit die Manta-Kits Ja. verbauen. Und das Wichtige ist, wir schulen halt nicht nur auf Manta, sondern halt auch auf GT, dieses Spezifische. Ne? Es hat ja nicht jeder Händler eine Rennstrecke nebendran und so viel die Affinität zu den Motorsportthemen, so wie wir das haben. Und wir versuchen, das Know-how eigentlich auszubreiten, so dass man das überall auf der Welt Ja. nutzen kann. Ja, mega. Und dann hier geht es natürlich wieder in Richtung Sauger. Das heißt hier 992 GT3. Genau, ein sehr, sehr schönes Auto, wie ich finde. Wir haben ja einmal den GT3 RS jetzt so, wo ich sage, ein extremes Statement. RS ist immer ein Statement, und GT3 ist sicherlich noch ein bisschen mehr. Also von Understatement kann man jetzt hier auch nicht reden, aber im Vergleich zum RS natürlich schon. Ich habe schon ein paar Bilder gesehen, hier mit so einer riesen Ja, Sharkfinne und so. Ich glaube, das könnte ein bisschen verrückt werden, oder? das ist schon krass, aber es ist natürlich immer diese Challenge, ne, wenn er sagt, ein GT3 RS, da jetzt nochmal Rundenzeit rauszuholen mit gleichem Reifen, gleichem Motor. Ah, Gleiche Leistung. das, genau, das ist im ersten Moment unmöglich, und das ist auch wirklich, wirklich die größte Aufgabe, die wir bis jetzt Ja. hatten. Und da muss man schon tief in die Trickkiste greifen und vielleicht auch mal Sachen machen, die man sich vor ein paar Jahren, die Niemals. undenkbar gewesen Genau, das wären. war auch das Thema, als ich dann das erste Mal Bilder gesehen habe, dachte ich mir, nee, das kann niemals Straßenzulassung bekommen. Und auf einmal siehst du Bilder, wie das Fahrzeug mit Straßenzulassung rumfährt. Ja, und ich weiß noch, als ich das erste Mal den 991 GT3 bei Porsche sehen durfte, da war er nicht vorgestellt, da habe ich gedacht, krass, Ja. was ist das? Das ist ja mehr als jedes GT3-Rennauto. Und wenn man sieht, wie harmlos das im Vergleich zu den heute aussieht, das ist schon, ja, ist cool, macht Spaß, und wir sind auch sehr stolz, dass wir daran arbeiten dürfen. Ja, man hat es ja auch gesehen beim 991 GT2S, was ihr gemacht habt, mit derselben. Das ist für mich wirklich, Leute, eigentlich so das Faszinierendste. Ich bin jetzt das Auto schon ein paar Mal gefahren, bisher noch nicht eben Rennstrecke, für mich morgen das erste Mal. Aber du merkst allein auf der Landstraße, wenn du da hinfährst, diesen Unterschied. Und für mich, was ein Riesenunterschied ist gegenüber einem Serien-GT2S, du merkst halt einfach beim Serien-GT2S vorne, dass die Vorderachse immer dann irgendwann leicht wird, ja? Und das hast du halt mit dem Kit gar nicht mehr. Und das hat mich am meisten fasziniert, dass ihr es hinbekommt mit derselben Leistung, dass ihr daran nichts ändert und dass das Auto so viel besser, so viel schneller und einfach so viel perfekter zum Fahren ist. Ja, das ist auch mein Lieblingsauto persönlich, weil ich sage, mit Motor, mit allem, das ist so ein souveränes Auto. Ich bin auch sehr neidisch, dass du einen hast. Ich habe keinen. Ich kann zwar immer mal fahren, aber ich hätte auch gerne einen, muss ich sagen. Aber es ist leider, wird die Autos ja gar nicht billiger, sondern immer teurer. Aber es ist ein Auto, wo ich sage, das mal fahren zu dürfen und mal erleben zu dürfen, Ja. ist was Besonderes, weil es ist ja eigentlich ein Heckmotor 11er. Also man sagt, das Konzept. Es ist krass, wie satt souverän sich das mit 700 PS Genau, anfühlt. Ne? Das ist das ist extrem faszinierend. das stimmt. Mega, dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter, Ja. oder? Wo du uns noch rumführen wirst. Ja. Perfekt. Also, Beppe,
Hier liegen bestimmt noch 4 Schrauben rum, oder? Ja, die werden wir schon finden. Leute, ich habe nämlich die Schrauben vergessen für den Heckflügel. Jetzt müssen wir schauen, wo wir nämlich die Schrauben herbekommen, weil sonst muss ich morgen ohne Flügel fahren. Das ist wieder perfekt, oder? Hier haben wir unsere Fertigung, also ein Teil. Wir haben auch jetzt noch im Schwarzwald Fertigung stehen, wo wir auch noch 4 5-Achsfräsen haben. Hier haben wir 2, ein Drehbearbeitungszentrum. Und das haben wir zu 95% für eigene Produkte. Dein Auto wird ja gleich vermessen. Ja. Und hier stellen wir auch dieses Messradsystem her. Das haben wir entwickelt eigentlich für die RSR, für die WEC, für Le Mans. Wo wir gesagt haben, wir haben kein Vermesssystem gefunden, was unseren Ansprüchen gerecht geworden ist. Deswegen haben wir das dann selber gemacht. Und das ist jetzt so ein Teil, das sieht man vielleicht nachher nochmal, was wir hier selber fertigen. Der Punkt ist halt, wenn man präzise, anspruchsvolle Teile hat und sie selber fertigt, dann hat man es besser unter Kontrolle und weiß, worauf man achten muss. Und oft ist es auch so, dass sie sagen, wenn man irgendwo was nicht bekommt so einfach oder das immer wieder Probleme macht, dann sind wir eigentlich schnell dabei, dass wir das selber fertigen. Wir fertigen zum Beispiel unsere Räder auch in Schwarzwald selber. Das heißt, wir fräsen, konstruieren die Räder. Für einen 911 haben wir das jetzt im Angebot, aber sehen wir bestimmt später auch nochmal im Detail. Kann man eigentlich irgendwas sagen, jetzt zum Beispiel beim 911 GT2S von der Entwicklungszeit? Weil das, glaube ich, das können sich die wenigsten Leute immer vorstellen. Die sehen dieses fertige Package, ja, und es ist deutlich schneller. Aber ich glaube, die wenigsten Leute wissen eigentlich wirklich, wie viel Arbeit dahinter steckt. Gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, okay, beim GT2S habt ihr so und so lang Entwicklungszeit benötigt, von wirklich Anfang bis dann das fertige Mantai-Kit dastand? Das ist immer unterschiedlich und es ist ja auch gar nicht immer genau klar, was das ist. Beim GT2 war es ja erst so, dass wir gesagt haben, wir fahren diese Rekordfahrt, bieten dann ein Kit als Mantai an. Das war noch relativ einfach zu dem Zeitpunkt, weil wir aerodynamisch noch Spielraum hatten, weil wir vom Fahrwerk Spielraum hatten. Den gibt es heute nicht mehr. Ja, klar. Na, und es war halt so, dass wir gesagt haben, es ist ein Mantai verkauft das und das ist ein Riesenunterschied. Also der Faktor von ich verkaufe das als Mantai oder als Tuner zu ich mache das nach Porsche Anforderungen, genau. Was wir müssen. Das ist so mindestens 1:10. Ja. Das heißt, diese Porsche-Systeme und auch es gibt so viele Freifahrthemen, so viele Erprobungen, es ist so viel Erprobung nötig. Also wir fahren mit jedem Auto ja nochmal bestimmt 150 Runden Nordschleife. Krass. Alleine für Abstimmung. Ne? Das ist, und die Abstimmung dadurch, der Porsche ist auf so einem hohen Level. Und wenn ich da jetzt hingehen will und sage, ich mache jetzt nochmal im Detail, möchte ich Rundenzeit rausholen, dann muss ich so viel Arbeit reinstecken. Wir können das auch nur, weil wir ja auch die Porsche Rennfahrzeuge sehr intensiv einsetzen, DTM, WEC, und wir mit denselben Ingenieuren und auch mit denselben Technologien an den Rennfahrzeugen Erfahrung sammeln und dann eigentlich immer versuchen, diese Rennsportprodukte in die Straßenautos reinzubringen. Ja, genau. Das macht der Porsche dann auch irgendwann, aber wir haben dadurch, dass wir auch immer noch mal eigentlich 2 Jahre später dran sind, der Porsche muss ja auch irgendwann sagen, Auto ist fertig. Genau. Bis das dann beim Kunde ist, dauert ein Jahr und bis wir dann uns das rausbringen, dauert auch nochmal ein Jahr. Das heißt, wir haben viel mehr Zeit, da kommen neue Technologien, da gibt es auch Tipps vom Porsche, dass man sagt, okay, da ist vielleicht was, was man mal probieren könnte oder was auch schon für die Zukunft kommt. Das ist sehr gemeinschaftlich, also ohne das Zutun von Porsche, die Leute rund um Andi Preuninger, würden wir das auch nicht hinbekommen. Ja, klar. Ja, das ist keine Frage. Und das ist immer so ein bisschen so ein Sparring. Sind sehr viele Faktoren, die da zusammenspielen. Ja. So. Die gucken natürlich auch, was wir machen. Und das eine oder andere wird dann auch wieder mal übernommen. Ja. Und so ist das ein cooles Zusammenspiel. Und nur so kann man da so viel rausholen. Ne? Definitiv, auf jeden Fall. Wahnsinn, einfach faszinierend. Ja, hier ist unser Logistik-Lagerbereich. Das heißt, wir haben ja sehr viele Produkte, die wir auch in die ganze Welt schicken. Das müssen wir hier packen. Auch kontrollieren, auch die Qualität ist auch ein großes Thema, zu gucken, dass die Sachen auch so sind, wie wir das wollen. Und das passiert hier. Das ist aber viel zu klein, obwohl es hier sieht jetzt gerade sehr, sehr ordentlich aus. Aber oft ist es hier wirklich zugeschüttet und das werden wir demnächst, sehen wir vielleicht nachher, wir bauen da hinten neu. Dann kriegen die auch ein bisschen mehr Platz. Und was vielleicht ganz interessant ist, wir haben dann auch noch so ein Leichtbauzelt als Lagererweiterung.
Und da sind immer jede Menge Reifen drin und da kann ich vielleicht auch noch was. Oh, das klingt gut. Bei Peppi, du kannst immer Reifen gebrauchen, oder? Die haben immer schnell kaputt. Oder? Ja, die halten nicht so lang. Ich sage immer, ohne es genau zu wissen, dass wir wahrscheinlich der größte Sportreifenhändler der Welt sind. Also zumindest die Reifen dann auch an Endkunden verkaufen. Ach, krass. Wir haben ja auch. Ja, ist nur ein Teil, ne? Aber das sind halt schon die guten Reifen, die Cup R's, ne? Das ist. Da muss man auch mal gucken, dass man gut bevorratet ist, weil nur wenn man einen hat, kann man einen verkaufen, sage ich immer. Ja. Ne? Nein, aber wir haben ja, wenn die Nordschleife auf ist, haben wir einen Notdienst. Ne? Das heißt, wenn irgendeiner auch mit einem M3 oder so, ich sag mal, für alle Autos, die so standardmäßig sportlich auf der Nordschleife bewegt sind, haben wir für den Notfall Reifen Bremsbeläge da, sodass wenn jetzt hier einer aus Schweden oder weiß ich hinkommt und sagt, Reifen am Freitag, am Samstagabend oder selbst am Freitagabend hat er normalerweise keine Chance mehr und dann kann er gerne zu uns kommen und in der Regel haben wir das dann auch da. Auch Pirelli, Goodyear, das was, das ist ja jeder. Wobei er ja eigentlich, glaube ich, nur mit den Cup 2R, glaube ich, die ganzen Porsche-Modelle hat, oder? Die Rundzeit fahren wir mit dem Cup 2R, weil er am Ende auch immer noch der schnellste Reifen ist und das Michelin hat dann schon immer auch das beste Paket. Und von der Abstimmung her wahrscheinlich auch am besten, oder? Ja, das ist ja auch von der Serie darauf abgestimmt und wir sind bis jetzt immer, ich sage nicht, dass wir es auch in Zukunft immer machen werden, aber bis jetzt sind wir immer mit demselben Reifen gefahren, weil sonst kann man sagen, okay, dann sagt einer, der eine Reifen ist 3 Sekunden schneller und das Kit ist ja gar nicht schneller, also wir fahren ja immer mit dem gleichen Fahrer, gleicher Reifen, damit man diese Diskussion vom Tisch hat, weil so ein Reifen macht halt schnell mal 2-3 Sekunden aus. Definitiv. Und vor allem, was extrem wichtig ist, da haben wir auch mal wirklich einen Test gemacht, weil das auch wirklich Leute an euch, das hat jetzt gar nichts auch mit Porsche dann zu tun, sondern auch wenn du wirklich in Richtung BMW oder andere Marken denkst, bei Michelin mit der PO-Kennung, ja. Und das ist ein Riesenunterschied, wo du merkst, der Reifen ist speziell für dieses Fahrzeug entwickelt. Das seht ihr immer an der PO-Kennung. Oder ist es eben ein normaler Cup 2, ja, ein normaler Cup 2 oder sogar Michelin 4S-Reifen. War für mich mal wirklich so ein Test, was wir gemacht haben. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied, wo du merkst, der Reifen ist speziell für dieses Fahrzeug konzipiert. Ja, das kann ich auch nochmal unterstreichen. Ne? Das ist manchmal extrem, manchmal ist es auch nicht so viel. Aber ein Reifen ist halt auch ein wirkliches Setup-Tool. Ich kann halt mit einem Reifen, der gleich aussieht, vom gleichen Hersteller ist, einmal ein untersteuerndes Auto haben und einmal ein übersteuerndes Auto. Das geht. Und den Reifen, und das ist wie immer, wo ich eben sagte, Fahrwerk oder Serienauto, die Sachen sind so gut beim Porsche mittlerweile, dass ich sage, wenn der Porsche einen Reifen entwickelt hat auf das Auto, dann gehe ich jetzt nicht hin und sage, ich nehme jetzt einen aus dem Regal, das ist anstatt 345 statt 335, der ist breiter und damit automatisch besser. Nee. Zu 99% funktioniert das nicht. Funktioniert es nicht, weil das ist genau auf den Reifen alles so, wie jetzt eben hier auf dem Michelin Cup 2 abgestimmt. Ja, haben wir wieder dazugelernt. Leute, zieht euch das mal bitte rein. Wie breit kann bitte ein Auto sein? Also das ist schon verrückt, oder? Das ist der Grello, unser Stolz, muss man sagen. Und es ist jetzt in dem Fall der Grello, mit dem wir 24 Stunden Nürburgring gefahren sind und hoffentlich auch dieses Jahr vielleicht nochmal Langstreckenrennen fahren, ist noch nicht ganz sicher, wir arbeiten dran. Aber das Schöne ist halt, dass man mit diesen GT3-Fahrzeugen halt 24 Stunden Nürburgring fahren kann. Man kann mit die DTM fahren, man kann damit in Le Mans fahren, WEC fahren oder auch 12 Stunden Bathurst, was wir auch gewonnen haben dieses Jahr. Und das geht alles mit dem Modell. Immer unterschiedliche Abstimmungen, unterschiedliche Reglements. Aber grundsätzlich Motor, Chassis ist alles gleich. Es ist verrückt, wie breit der ist. Also das sieht man auf dem Video nie. Also, aber wenn du jetzt, Leute, wenn man wirklich davor steht, hier einfach dieser Part, das ist alles, bis in die Breite gezogen wird. Man kann das immer schön sehen an der Rückleuchte.
Also ein normaler Elfer zeichnet sich ja auch nicht dadurch aus, dass er jetzt besonders schmal ist. Ne? Aber hier sieht man, also A geht das weiter raus, hier diese Kante, ja, ne, die ist halt zusätzlich da drauf, weil die Scheinwerferposition, das ist Serie. Ne? Man hat auch an dem Auto ist die Grundkarosse. Das Dach, wollte ich gerade sagen, ist auch nicht Serie, ist Serie in Form. Aber die Grundkarosse, hier diese Metallteile, das ist halt die Serie und natürlich auch von den Abmessungen. Und dann zieht sich halt alles relativ stark raus. Weil je breiter ein Auto ist, desto besser stützt sich das ab und desto besser kann man durch die Kurven fahren. Denkst halt immer wieder so, du siehst das Cup-Auto und denkst dir so, wie verrückt ist das? Und dann siehst du sowas. Genau, es kommt immer auf das Verhältnis an. Unfassbar. Und im Vergleich zum Cup-Auto hat man halt deutlich mehr Aerodynamik. Man hat wesentlich mehr Aufwand im Fahrwerk. Kinematisch hat man Einstellmöglichkeiten, wesentlich anspruchsvollere Dämpfer, breitere Räder, also die Raddimension ist auch mal wichtig an einem Auto. Und damit kann ich das Auto durch den Unterboden und durch die Unterboden-Aerodynamik ist das Auto sehr, sehr präzise einstellbar, was auch dann am Ende den Trick ausmacht. Dann auch noch kleiner Unterschied am Motor, 4,2 Liter. Das macht es ja auch nochmal so speziell. Genau. Wir sind ja mit dem Motor grundsätzlich, haben ja die anderen Hersteller erstmal mehr Leistung in der Serie oder größere Motoren. Genau. Ne, weil deutlich mehr Hubraum und in der Regel mehr Hubraum und ein Lader. Ne? Und wir haben halt den kleinsten Saugmotor und das heißt, wir brauchen halt auch wirklich einen Rennmotor, wobei der Motor am Serien GT3 ja mit 520 PS auch schon sehr krass ist, was das angeht, so als Saugmotor. Ne? Voll. Wie ist das, wenn man jetzt zum Beispiel rein von der Wartung her jetzt das Ganze mit dem Cup-Auto vergleicht, ist das schon nochmal deutlich aufwendiger, deutlich mehr Wartung? Weil klar, preislich brauchen wir überhaupt nicht reden, du bist ja wahrscheinlich mehr oder weniger beim doppelten Preis, also jetzt rein vom Kaufpreis her, aber Wartung her ist es auch noch mal deutlich mehr? Ja, es ist einmal etwas mehr als der doppelte Kaufpreis. Dann ist der Aufwand, so ein Auto seriös einzusetzen, wesentlich höher. Ne, beim Cup-Auto habe ich viel weniger Einstellmöglichkeiten. Ich habe viel weniger Anspruch an Tools drumherum, an alles, wie ich das Auto einstelle. Wie viel, so ein Auto, man kann sagen, man fährt das im Grundsetup und hat Spaß, aber am Ende, wenn man das jetzt einfach nur als Spaßauto nimmt, wird es einen vom Aufwand auch überfordern. Ja. Ne? Von den Sachen, die Möglichkeiten, die es bietet, wollen halt auch bespielt werden. Und damit ist jetzt nicht nur der reine Schrauberaufwand höher, sondern auch der ganze Drumherum-Aufwand, der Engineering-Aufwand, den man betreiben muss, damit das Ganze Sinn macht. Ja. Ne? Weil sonst fährt man lieber im Cup-Auto. Ja. Ne? Der hat auch nicht viel weniger Leistung. Also wenn das Cup-Auto hat auch 510, 520 PS, weiß jetzt gar nicht, was gerade hat. Und wir fahren durch die BOP meistens auch nicht mehr als 540, 550. Also definitiv. Das ist gar nicht der Punkt. Und Cup-Auto ist auch leicht. Ne? Es ist auch nicht leichter. Trotzdem ist man halt viel schneller durch die ganze Aerodynamik nochmal. Ja. Wahnsinn. Unfassbar. Oder mal reingucken, also wenn ich jetzt sage, der Engineering-Aufwand, wenn man jetzt mal reinguckt und sagt, das will da alles bespielt werden, dass da so an Sachen drin ist, dann kann man sich das so ein bisschen schon vorstellen. Aber da siehst du mal, wie gemütlich das eigentlich ist im Vergleich zu einem LMP-Auto. Das wird dir dann immer wieder bewusst, das ist so hundseng, aber Leute, wenn du einmal in so einem LMP2-Auto drinnen gesessen bist, ja, oder LMDH-Auto, da ist das halt wirklich gemütlich, muss man dagegen sagen. Ja, ist auch so. Das ist ja, ich sag mal, die Position und alles, das ist ja, schon noch ein Serienelfer. Ne? Das, was man hier sieht, die ganzen Karosserieteile, das ist Serie. Ja. Und ich bin mir relativ sicher, dass kein Hersteller auch mit dem Straßenauto so nah am Rennauto dran ist. Auch wenn hier trotzdem das alles immer noch mal separate Teile sind. Ne? Da sieht man Tank, Mittelkühler, Bremskühlschächte. Wie wär's? GT2 RS? Mein GT2 RS im Weg, dafür den eintauschen? Das ist ungefähr ähnlich vom Preis. Ne? Aber schon, man oder? Kriegt deswegen beide halt nicht. Sag ich, ne? Ja. Nur das Problem ist, ich kann das Auto dann nicht fahren. Ne? Das kannst du nur auf der Rennstrecke fahren. Ja, zum... die Nummer und der hier geht's. Ja, genau. Ich glaube, ich würde den GT2 RS nehmen. Ich glaube auch immer noch. Ja, ja.
Wahnsinn. Wobei aber ich hiermit auch noch ehrlicherweise noch nie gefahren bin, müsste ich aber auch vielleicht. Das ist halt verrückt, auch wie viel Arbeit hier in so einem Auto dahinter steckt. Ja, definitiv. Und das macht es halt aus. Ich meine, am Ende ist es die Präzision, wie man so ein Auto einstellt. Ne? Das ist, wir haben hier Millionen Einstellmöglichkeiten. Das Auto vor einem Millimeter Fahrhöhe oder ein halber Millimeter Fahrhöhe, wenn wir sind von der Fahrhöhe reglementiert. Und es ist so, wenn wir zur Abnahme kommen nach dem Rennen, dass man dann immer so 3, 4, 5 Zehntel Luft haben oder ein Kilo Marge beim Gewicht. Also das ist schon, wenn man da vorne fahren will, muss man das alles extrem präzise machen und das ist was halt auch nicht so ganz einfach ist. Ja. Und man kann da viel Arbeit reinstecken oder weniger und man kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt steckst du 100 Stunden mehr rein und dann fährst du eine Sekunde schneller, das weiß man erstmal gar nicht, aber am Ende zahlt es sich meistens doch irgendwann aus. Wir haben vorhin gerade über einen Carrera GT geredet, aber hier, das sind schon auch noch Zeiten gewesen, ne? Ja, da war vieles anders. Es war auf jeden Fall sehr, sehr anstrengende Zeiten. Also das war ja 2003, ne, mit dem Auto unser erster Gesamtsieg, auch der erste Gesamtsieg von Frank Stippler vor über 20 Jahren, also Gesamtsieg auf der Nordschleife bei der VLN damals. Und wir haben durch Recaro ist Räder Motorsport so ein bisschen entstanden und dann hatten wir mit dem Design natürlich einen krassen Auftritt da. Ich war da 27, 28, mein Bruder noch 3 Jahre jünger, also da waren wir schon noch sehr, sehr jung und haben halt das Auto eingesetzt und auf der Basis oder dadurch, dass das ganz gut funktioniert hat, kam irgendwann der Hermann Thielke und hat dann diesen wunderschönen Lamborghini praktisch bauen lassen. Ja. Das war das Projekt, wo wir eigentlich ganz, ganz viel gelernt haben. Das sieht jetzt unscheinbar, ist halt der falsche Ausdruck, aber das ist wirklich ein Auto, wo ich sage, da ist die Rohkarosse Serie, die Spiegel jetzt in dem Fall, Lenkgetriebe und ein paar Motorenteile und die Rückleuchten. Aber da haben wir komplett die Aero, Fahrwerk, Kabelbaum, Käfig, alles Getriebeauslegung, haben wir Motor zusammenschrauben, haben wir alles selber gemacht. Ja. Eigentlich so im jugendlichen, naiven Leichtsinn. Das Auto ist auch sehr gut gefahren. Motor war eigentlich immer das Problem, dass der hat nicht so richtig gehalten. Den Motor wollten wir eigentlich auch nicht machen. Wir sind auch keine Motorenleute. Da bisschen haben wir gezickt. Das hat uns zwar finanziell fast ruiniert, das Projekt, aber wir haben halt sehr viel gelernt und haben damit eigentlich die Chance gekriegt, zusammen mit Audi dieses Auto zu bauen. Ja. Dankeschön nochmal an den Werner Frohwein, ohne den das nicht funktioniert hat. Werner Frohwein, Vater vom RS4. Ne? Ja, genau. War damals Chef der Quattro GmbH. Genau, ultimativ. Und dann haben wir praktisch undercover so ein Auto gebaut und weiß ich noch, waren wir zur Präsentation bei Audi und dann hieß es Allrad oder nicht Allrad und dann habe ich denen erklärt, dass das mit dem Allrad bei dem Auto nicht funktioniert und dann waren wir in so einem Besprechungsraum, da stand ein riesen Quattro GmbH, dann fragte irgendwann einer, ob ich denn wüsste, wo ich hier wäre und zeigte auf das Quattro GmbH und der Frohwein meinte auch nur dann, okay, dann wenn der Niki sagt, dass wir den Allrad nicht brauchen, dann machen wir das so und das hat dann funktioniert und damit haben wir 6 Stunden Gesamtsieg gefahren vor 25 GT3 Autos. Und da ist der Olaf zu uns gekommen, hat uns gratuliert als erstes und so sind wir dann zu Manta gekommen. Wahnsinn. Mit dem Audi TT. Wahnsinn. Eigentlich schon verrückt, dass damit eigentlich dann so richtig alles... Ja. Ja, es sind immer so die Momente. Man sieht jetzt auch da hinten, das haben wir natürlich auch nicht ohne Grund da aufgehangen. Das ist die erste Stunde vom 24-Stunden-Rennen 2009. Das ist da vorne unser Ford GT. Als zweites der Mantai Porsche, dahinter 4 Werks-Audis und noch diverse andere hochbezahlte Projekte. Und wir waren halt als Räder Motorsport, Bierbank Racing, vorne. Und in der zweiten Startgruppe war der Christoph Breuer, Elmar Degner und Jürgen Wohlfahrt. Elmar Degner, Chef von Recaro damals, Jürgen Wohlfahrt von KW, Stoßdämpfer. Und dann waren diese Gruppe vor 5 Werks-Scirocos. Wahnsinn. Und der Werner Frohwein war bei uns mit in der Box. Und darauf ist wahrscheinlich war das auch so eine wichtige Stunde, weswegen wir das dann machen durften. Unfassbar, unfassbar. Ja, aber das Auto auch generell war damals schon TT. TT,
TTRS 5-Zylinder. Das Auto hat sehr viel Aerodynamik. Ne? Wir haben durch die Gewichtsverteilung können wir halt vorne, hat halt eine Aerodynamik vorne wie ein GT3-Auto heute. War da eigentlich seiner Zeit so ein bisschen voraus. Hat ein sehr, sehr aufwendiges Fahrwerk, kann man jetzt leider nicht sehen. Man kann hier hinten den Stabi sehen, da kann man schon so ein bisschen erahnen, dass das schon alles was Spezielles ist. Ja. Vom ganzen Package her, ne, man sieht den Käfig, der ist asymmetrisch, damit der Sitz weit nach hinten kann. Den Tank hier ganz tief, ganz weit hinten. Eine ganz extreme Aerodynamik. Extreme Bereifung, das mit Fronttrieb, aber der Punkt war halt, dass wir mit so einem Rennauto mit so viel Grip gar kein Traktionsproblem haben. Es ja. gibt da zwei Kurven, wo man relativ langsam ist, wo man ein paar Meter ein Traktionsthema hat, aber ansonsten dreht da halt nichts durch und deswegen ist der Frontantrieb da traktionsmäßig erstmal kein Nachteil. Das Problem ist natürlich die Gewichtsverteilung, das heißt, wir haben eigentlich immer nur vorne neue Reifen gekauft, weil die haben wir dann hinten aufgefahren, weil hinten das Auto so leicht, dass eigentlich nichts passiert. Und es war so, sogar so, dass das Auto, wir sind mit einem Serienmotor gefahren, 380 PS, und die Bremse ist vorne aus dem R8, aber wir haben hier bei dem Auto, obwohl es 200 Kilo leichter war als der R8, 120 PS weniger, deutlich mehr Bremsenverschleiß gehabt, weil wir 85% oder 80% Gewicht vorne hatten. Vorne hatte der. Und das war schon sehr krass, aber wir haben die Nachteile eigentlich zu Vorteilen so ein bisschen gemacht und das hat dann gerade auf dem Nürburgring sehr gut funktioniert. Ja, Wahnsinn. Jetzt haben wir wirklich einiges heute gelernt. Mhm. Ich glaube, wir sind auch eigentlich so alle Stationen. Ja. Haben wir eigentlich so jetzt echt gut, mal einen guten Einblick bekommen. Ich glaube, eine Station steht jetzt noch aus. Schauen wir mal, ob er jetzt schon fertig ist. Mhm. Dürfen wir rüberschauen? Gerne. Dann machen wir das, oder? Machen wir es ja. Auf geht's. Jetzt sind wir wieder zurück beim Auto, Beppe. Schon was passiert in der Zwischenzeit, meinst du? Ja, keine Reifen haben wir mehr dran. Sind schon weg. Ja. Genau, wir haben jetzt die Messräder, wir haben ja eben in der Fertigung gesehen, wie die hergestellt werden. Und gebaut haben wir die eigentlich für den Grello oder damals so für die WC-Autos. Und jetzt vermessen wir dein Auto damit. Ich bin ja ein bisschen neidisch auf das Auto, muss ich zugeben. Und der Stefan Marges, unser Entwicklungsleiter, kommt gleich und erklärt das nochmal im Detail. Sehr gerne. Und schön, dass ihr hier wart. Dankeschön. Vielen, vielen Dank dir. Viel Spaß morgen. War höchst interessant. Prima. Wir werden auf jeden Fall einen Haufen Spaß morgen haben. Und ja, dann schauen wir mal, wenn das jetzt dann gleich fertig sein wird. Wir haben aber auf jeden Fall den richtigen Mann hier, der dafür zuständig ist. Hallo. Du bist hier für den kompletten Bereich zuständig. Ich bin für die Entwicklung verantwortlich, gesamtheitlich. Was wir machen, habt ihr ja schon ein bisschen gesehen. Genau. Wir machen Motorsport, wir machen ganz viel Straße. Und die Produkte, die wir dafür entwickeln und die Gesamtfahrzeuge, da bin ich nachher schuld, wenn es nicht funktioniert. So ist. Dann wissen wir für morgen Bescheid sozusagen. Also bisher bin ich mega happy mit dem Auto. Ja. Es ist für mich tatsächlich das erste Mal, dass ich mit dem GT2 S auf die Strecke gehe. Mhm. Ich habe es ja allein schon einen deutlichen Unterschied gemerkt auf der Landstraße, aber man muss ja klipp und klar sagen, das Auto ist für die Rennstrecke gemacht. Ja, ist auch noch frisch. Ja, der ist noch ganz frisch, ich weiß. Der wurde eben erst frisch eingefahren. Ja, cool. Ja, das klingt nach Spaß für morgen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ob das im Wetter geht. Und was wir hier machen, wir sorgen dafür, dass das Setup auch passt. Die Autos kommen ja vom Werk und sind keine schlechten, das weiß man. Und gerade GT2 RS gilt, sagen wir mal, als die Waffe und sicherlich als Krönung. Aber um das Potenzial zu heben vom Auto, macht es Sinn, sich genau anzuschauen, wie das Auto steht. Werkseitig gibt es Toleranzen, da wird am Band vermessen, da gibt es eine Taktzeit. Die haben da 30 Sekunden, um zu schauen, ob das Auto gerade steht. Und was wir machen, ist, sage ich mal, die letzten Zehntel aus dem Auto holen. Ja. Ist das eine Thema, aber im Wesentlichen erzeugen wir Fahrbarkeit und Fahrspaß. Aber kann man jetzt sagen, dass so wie ihr das jetzt habt, ist es jetzt extra speziell für die Nordschleife oder? Ja, für die Nordschleife, aber gerade beim 911 GT2 RS sagen wir, das Setup für die Nordschleife passt auch für die meisten Flattracks. Man könnte für Hockenheim, wo man nicht so viel Bump-Eintrag hat, könnte man es noch aggressiver hinstellen, sicherlich. Aber für Nordschleife, für die lange Runde und auch um die Reifen am Leben zu halten, haben wir ein Setup, was da gut funktioniert. Das heißt jetzt im Vergleich zu, wie er jetzt vorhin hier ankam, ist er von der Höhe her gleich oder ist er tiefer, höher? Da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß. Ich müsste jetzt ein Setup-Sheet in die Hand nehmen. Wir haben so viele verschiedene Setups. Wenn es da liegt,
Ja, aber das ist kein Vergleich zu Serie. Nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine, wir sind einen Tacken tiefer an der Vorderachse, aber die Hinterachse müsste Standardhöhe sein. Okay. Das heißt, wir fahren ein bisschen Rake, was auch der Aero hilft. Ja, dann wird der Dimi wieder Spaß haben, das Auto einzuladen. Jetzt habe ich gleich noch eine Frage, weil du hast ja gerade gesagt, dass die Reifen jetzt oder dass das Setup jetzt eher so reifenschonend der eingestellt ist. Ja. Wenn man jetzt mehr Spur oder Sturz machen würde, dann würde es noch aggressiver fahren? Oder? Ja, also Spur, sagen wir mal, hat auch so ein bisschen mit persönlichen Vorlieben zu tun, ne? Wie aggressiv wie man das haben will, wie aggressiv. Aber Sturz ist natürlich immer ein Thema, um maximal Querbeschleunigung rauszuholen und quasi das Rollen vom Auto so ein bisschen auszugleichen. Aber Sturz geht halt gerade vor allen Dingen auf die lange Runde hier mit verhältnismäßig hohen Außentemperaturen, auch auf die Innenflanke, und da muss man einen Kompromiss finden. Ja. Ne? Ohne es jetzt exakt zu wissen, würde ich sagen, wir sind jetzt im Bereich von 3 Grad vorn wie hinten, die wir da einstellen. Und das ist eigentlich schon der wesentliche Punkt. So wie man das kennt, die Achsvermessung, die so bei Reifenhändlern gemacht werden, die mit Klammern außen auf dem Reifen sind, die messen halt auch quasi das Rad und dann auch die Steifigkeit von dem Rad. Ne? Wenn man das Auto draufstellt, kann man sich vorstellen, so ein Rad ist immer elastisch, und je nachdem, wie man diese Klammern angebracht hat, hat man da auch schon eine Toleranz oder eine Abweichung drin. Und deshalb versuchen wir, so steif wie irgendwie möglich zu vermessen, und das machen wir halt mit dem Messrad von uns. So. Schon eine Wissenschaft für sich eigentlich, kann man sagen. Ja, also wir sagen, dass das Setup korrekt ist mal mindestens 30% von dem, was nachher das Auto ausmacht. Tatsächlich? Ja. Also so viel? Das ist ein... Und also wenn Kunden wie du hierher kommen mit einem Auto, was ordentlich fährt, mit dem sie einen Haufen Spaß haben, und verlassen die Werkstatt wieder und fahren mit dem frisch vermessenen Auto, mit unserem Setup, sagen die häufig, das Auto ist nicht wiederzuerkennen. Ich hätte nicht gedacht, dass da noch so ein Potenzial ist. Gut, dann bin ich natürlich jetzt erst recht richtig gespannt, wie das morgen werden wird. Sein. Vielleicht kurz zum Messrad, was machen wir hier? Viele von deinen Zuschauern werden vielleicht so das klassische Schnurgerüst kennen, mit dem man schon mal gesehen hat, wie Rennautos vermessen werden, ja, genau. So auf die Schnelle. Und im Prinzip ist das hier nichts anderes, halt nur eben ohne Schnur. Wir ersetzen die Schnur durch einen Laser. In dem Fall, so wie das Auto jetzt steht, man kann vielleicht, wenn man reinguckt, haben wir eine Lenkradwaage dran, die ist jetzt quasi in Standby gegangen, aber damit schauen wir, dass das Lenkrad auch wirklich 100% in der Waage steht, ja. Ne, und haben damit erstmal grundsätzlich eine Referenz zum Fahrzeug und machen dann quasi ein virtuelles Rechteck ums Auto, schauen vorher, dass das Auto auch 100% eben steht. Deshalb steht es auf diesen Radlastwagen mit Messtellern. Die werden vorher mit einem horizontalen Laser werden die auf eine Höhe gebracht. Dann ist es fast wurscht, wie uneben der Boden ist. Das Auto steht auf jeden Fall in der Waage. Und dann schauen wir mit dem vorderen Laser, da sieht man, wenn man vorne drauf guckt, sieht man nur den Punkt. Ich hoffe, genau. Man sieht das so ein bisschen in der Kamera. Und der projiziert eine Linie auf die hintere Skala. So, und da wir vorher ein exaktes Rechteck gebildet haben ums Fahrzeug, können wir jetzt sagen, wenn wir es hier ablesen, dass wir hier einen Millimeter Vorspur an der Vorderachse eingestellt haben. Ja. Und entscheidend ist halt natürlich, dass es rechts zu links gleich ist und mit so wenig Toleranz wie möglich. Und das ist für uns, was die Steifigkeit von den Bauteilen angeht, also statt Rad mit den Center Hub, sagen wir dazu, und die Teile, die da unten gucken, die heißen bei uns Tennisschläger, weil die so ein bisschen so aussehen, dass man das so steif wie irgendwie möglich hinstellt, und dann wird halt justiert. Ja. Und der andere Vorteil ist halt, das Rad ist nicht drauf, das heißt, man hat Zugang zu den Lenkern und kann halt zu einstellen. Alles, ja, genau. Ja. Und dann ist beim Vermessen ist es immer wechselweise zwischen Spur und Sturz. Das heißt, wenn ich Spur eingestellt habe, verstelle ich den Sturz ein bisschen mit und iteriere mich dann ran. Spur, Sturz, Spur, Sturz. Ja. Und irgendwann habe ich ein Optimum gefunden. Und ich sag mal, wenn es so steht, ne, jetzt könnte man, ich weiß nicht, ob eine Sturzwaage hier liegt, könnte man mal dran halten. Da haben wir oben eine Wasserwaage drauf, dass wir da keinen Messfehler einbauen. Ja, gucken, dass die Wasserwaage gerade ist, und haben dann hinten eine Anzeige, da lag ich nicht schlecht, 2,85 Grad Sturz, also knapp 3. Das müsste an der Vorderachse müsste das ganz ähnlich sein, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja, da sind es 3. Ja. Habe ich nicht schlecht gelegen. Aber man sieht, wie exakt das ist. Also ich sag mal, so ein Reifenhändler würde sagen, oh, 2,7 ist ja fast 3, und dann lass mal los. Ja, krass. Also das hat mir wirklich jetzt heute mal gezeigt, wirklich, als wir angefangen haben, dann auch über die komplette Historie gesprochen haben, bis jetzt eben zu hier auch die Fertigung, ja. Was bei euch da wirklich Aufwand, Zeit, Herzblut dahinter steckt. Ja, der Punkt ist halt, du machst im Prinzip die ganze Zeit nichts anderes, als diese Autos zu optimieren. Ja. Ne? Und damit werden halt die Schritte, die du machst, immer kleiner. Und dann kommt das fast von selber, dass du dich nachher wirklich mit Details beschäftigst. Ja. Ne? Was auch noch ein Punkt ist, den wir hier erwähnen müssen, ist natürlich Radlasten. Wir stellen das Auto quasi über die Federtellerhöhen, stellen wir Radlasten ein. Man sieht, vorne liegen Gewichte drin. Die Gewichte repräsentieren quasi den Tank, 3/4 Tank.
und auf dem Fahrersitz liegst du als Gewicht, sodass du nachher von den Radlasten so im Kreuz, sagen wir, also immer in der Diagonalen, so gerade wie irgendwie möglich bist. Ja. Das ist vor allen Dingen beim Bremsen extrem entscheidend, weil wenn die Radlasten an der Vorderachse unterschiedlich sind, gewinnt das Rad beim Bremsen, was mehr Radlast hat. Klar. Und das ist schon ein wichtiger Parameter. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich glaube, mehr als genug. Ich glaube, wir könnten, glaube ich, den ganzen Tag darüber reden. Aber ich glaube, wir haben jetzt heute so viel schon gefilmt, dass wir, glaube ich, euch jetzt in Ruhe weitermachen lassen, bis dann die Reifen drauf sind. Und ich würde auch sagen, Beppe, dass wir jetzt hier Schluss machen. Auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön an euch alle. Also man sieht einfach, wenn man hier bei euch reinschaut, wie viel Herzblut, wie viel Leidenschaft dahinter steckt. Mhm. Weil wirklich das Faszinierende für mich ist dieses, wie verrückt ihr alle seid, aber im positiven Sinne, dass wirklich jeden Tag ihr sagt, okay, was können wir noch verbessern, was können wir noch besser machen? Das ist das, was ich jetzt so in den letzten Stunden festgestellt habe. Deswegen da wirklich ein großes Dankeschön. Und ich würde sagen, wir machen Schluss. Beppe, morgen geht's auf, sofern wir wieder die Reifen dran bekommen. Und dann werden wir mal ein bisschen aufreißen. Ich bin ja auf der Meinung gespannt, ob es wirklich so ein brutaler Unterschied dann ist, wenn du fährst. Ja. Ja. Da bin ich wirklich gespannt. Bin ich auch extrem gespannt. Ich wäre überrascht, wenn nicht. Ja, das glaube ich. Ja. Vielen, vielen Dank dir. Gerne. Und dann, Leute, wir sind raus. Bis zum nächsten Video wieder. Peace out.